Was, back to shop? Was heißt denn jetzt das, Nadine? Mir fehlt immer die Ambition zum Buddeln. Komm doch, na. Die Ambition zum Buddeln? Ja, die Schatzkarten finde ich aber gut. Sind so, wenn man so überlegt, was man da eigentlich also manchmal an Jetons rauskriegt. Oh ja, und Muni und alles, ja. Ja, aber mir fehlt immer die Ambition zum Buddeln. Ja, aber Schatzkarten, wie gesagt, rentieren sich ja. Also die Quest beim Händler, die mache ich auch nicht. Weil das bringt meistens nichts. Stein. Ausweichmanöver. Oh nein, Leute. Guck mal, wo die Schatzkarte ist. Kannst du die teilen? Nee, ne? Nee, Schatzkarten kann man nicht teilen. Gab gestern zum Abendbrot Brotsuppe, hab schnell eine Packung Nudeln rein und zack, Mittag fertig. Oh, geil, voll lecker, Nadine. Muss ich auch unbedingt mal ausprobieren. Ach so, ja. Oh nein, jetzt müssen wir wieder der Reinhold Messner spielen, oder was? Ja, Leute, dann muss ich mich doch erstmal abladen. Weil das Motorrad da hochschleppen ist nett. Also, muss ich schleppen? Ja, genau. Einfach mal ein Bär gespawnt da mitten auf der Gas. Dann muss ich mich doch noch mal ablegen vorher. Muss mal ganz kurz den Raum wechseln, bin mal gleich wieder bei dir. Ja. Schatzkarte in Pumahausen. Hallo. Meinte, ich werde es nicht schaffen, oder was? Wie ihr wieder an mich glaubt, ist ja wirklich nett. Da sind viele, viele Tierheime, ne? Auf der Map. Oh, hat mich die Drohne gerade erschrocken. So. Ich und nett. So, dann entleeren wir uns erstmal. Hier sind Mods drin. Hier sind Waffen drin. Sister, da kriegen wir eigentlich immer ganz gut Sachen raus, ne? Baukram. Nee, nicht du, Troni. Baukram. Hier sind wieder Kochgeschichten. Ist so, und schon ist es voll. Jetzt muss der Paddel doch hier ausleeren. Dann tue ich mich erstmal sowieso hier wegkruscheln. Und dann passt das. Wenn Chefin gleich stirbt, schicken wir sie auch ins Tierheim. Ihr seid ja nett zu mir. Ihr seid ja nett zu mir. So. Autos leer? Dann ab zu Sarahs Schatzkarte. Ich will ja auch nicht sterben, Nadine. Mensch. Will ich ja auch nicht. Habe ich nie gesagt, dass ich gerne sterbe. Wir hatten nur gerade sehr, oh Gott.
Oh je. Sehr schwierige Häuschen, die wir hier schon gelootet haben. Beziehungsweise das schwierige Haus. Oh Gott. Hast du deine Drohne befüllt? Ja, die hat eigentlich noch genug Heal. Die hat noch genug Heal, ja. Mach die Integration und ich hätte gegen dich getippt, ja. Ja, ja. Nee, nee. Oh Mann, ey. Reinhold. Lass uns den Reinhold machen. Der Reinhold macht das gut. Mitten da oben. Wie soll man da graben? Ich glaube, da bräuchte man jetzt echt einen Erdbohrer, ne? Oh mein Gott. Weiß gar nicht, ob man da hochkraxeln kann, so steil wie das ist. Der Reinhold ist nicht auf seinen Exkursionen gestorben. Smoky Snake, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Chefin sucht einen Schatz im Berg. Danach gibt es keinen Berg mehr. Das ist der ganze Plan jetzt, ja. Aber so, wenn der das kann, dann können wir das auch, oder? Wir können wirklich hier hochlaufen. Oh oh. Oh oh, oder auch nicht. Alter. Oh oh. Nee. Oh. Müssen diese Schräge nur irgendwie hochkommen? Schon mal diese erste Schräge hier. Haben wir schon mal die halbe Miete. So. Wie nicht machen? Was nicht machen, Nomri? Das Schneegebiet meiden? Ja, das Schneegebiet hat schon... Oh mein Gott, wie schön! Alter, ist das ein Traum, oder? Also Schneegebiet ist schon ein bisschen schwieriger. Da hat sie den Reinhold getötet. Ja, der Schatz war, ist im Schneegebiet, das hat man aber gesehen, Raka. Den Berg erklimmen, doch ich muss leider. Oh mein Gott. Ich mache hier echte Mount Everestler, oder was? Wir machen den Mount Everestler! Aber dann, wenn wir das geschafft haben, können wir wenigstens sagen, hier, wir haben es getan. Alter, also Leute, ganz ehrlich, Traum, oder?
Guck mal, ich bin seit 2 Jahren nicht mehr wandern gewesen. Ich fühle mich gerade hier wie im Paradies. Ich liebe es. So, der nächste Reinhold. Was macht denn die Krankenschwester hier, Oppe? Huch! Danke! Ist aber noch irgendwo eine Uschi, ne? Ach nee, das ist die Drohne. Oh Gott. Das Wandern ist des Zockers Lust. Genau die Lane. Ah! Ihr wollt mich doch flachsen. Ihr wollt mich doch flachsen. Alter, ist das schön. Alter, ist das schön. Oh mein Gott. So, Karl-Heinz, tu mal was trinken, dass du nicht so frierst. Denn hier sind wir jetzt eine Weile hier oben. Das ist schon mal klar. Oh mein Gott. Die Krankenschwester hatte den Reinhold wegen Frostbeulen verarztet. Frostbeulen hört sich irgendwie falsch an. Racker. Treff ich den? Ja, ne? Juhu. Ich glaube, ja. Nee, ich treffe den nicht, ne? Tronic, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Endlich mal jemand in Deutsch, der 7 Days zockt. Ich bleib mal hier. Morgen an alle. Hi, servus und herzlich willkommen im Chat auch. Ja. Yes, we talk in German. Very good, I would say, ja. Na, alles klar. Kennst du keine Frostbeulen? Nee, Karl-Heinz kennt keine Frostbeulen, das weißt du doch, Racker. Wir kennen keine Frostbeulen. Ja, Mann, very nice, ne? Ja, ja. It's very great. Ah, Nadine, muss ich hier hessisch babbeln oder was? Ah, ich versuche den Gekrempel hier, versuche ich hier gerade so ein bisschen hier wegzukrempeln, aber ich sag dir, es ist hier ein Erlebnis. Wir machen hier den Reinhold Messner, verstehst? Wir machen den Reinhold. Wir machen hier jetzt Projekt Berg weg. Projekt. Es ist eine Not, ich sag's euch. So. So. Erst einmal hier den Schnee fortgraben. Da wissen wir schon mal, in welche Ecke wir müssen, gell? Es gibt Hessen hier, wie schön. Ah, es ist super schön. Kommst du aus Hesse oder was? Kommst du auch aus Hesse? Aber Reinhold Berge bestiegen, nicht sie entfernt. Ja, wir sind Reinhold 2.0, Way. Ach ja. Solange es kein Japanisch ist. Frostbeulen bekommt man, wenn zu lange in dicker Kälte ist. Ich hatte als Kind Frostbeulen, weil zu lange draußen im Schnee bei minus 15 Grad gespielt. Ja, also in Wirklichkeit, mir sagt das schon was, Racker, ne? Aber dass man das hier bekommen kann, in unserem good old Germany, das habe ich natürlich nicht gewusst, ne? Ach krass, hör doch auf.
Erbarme die Hesse komme! Ajo, Elik! Was sagst du was? Was hat denn da der Papa da? Der hat der Flasch Krabber da, der Papa. Wo hat denn der Papa die Flasche? Der Papa hat den Krabber in der Tasche. So, es wird kleiner, der Kreis. Und was sagst du dazu, Bärbel? Auch alles geil, ne? Geil. Zwischen Frankfurt, Darmstadt und Mainz und Mitte drin. Geil. Geil, PNP, geil. Ja, ja. Frankfurt, Darmstadt, Offenbach. Oha. Oh, jetzt ist der Kreis klein. Jetzt können wir hier anfangen. Nee, nee, Frostbollen gibt's wirklich, Nadine, ja. Aufgewachsen in Groß-Gerau. Ja, das ist nicht weit von mir auch. Groß-Gerau. Das einzig Blöde ist, Groß-Gerau ist so, schon wieder so nah an Frankfurt. Da hast du ganz schön Fluglärm, gell? Obwohl, du hast überall im Rhein-Main-Gebiet Fluglärm. Jetzt habe ich schon Benzin in der Tasche, um den Motorrad zu tanken und will wieder losfahren. Ich knödel. Puh. So, Chefin, der kleine, dicke Mann kommt nach Hause. Geil. Ich bin aber nicht zu Hause. Ich mache gerade den Reinhold. Segni. ich musste erstmal den Kalle suchen, weil der noch kein Invade hat. Ich muss den Kalle suchen. Ah. Serenia. Ach nee, der war bei der Entschuldigung. Ey, dann hat er was geschrieben? Nee. Nee, hab mich ja nach Asmodus gerichtet, an der Seite hier oben. Ja. Und dann stand ich auf immer vor deren Base da, Blutmond Base, was auch immer da hinten. Ja. Hä? Oh, bin dann ja rüber und frag danach, sag ich, wo ist denn unsere alte Base? Hab bloß auf die Karte geguckt, ach, der Kalle ist da gerade bei der alten Base, dann fahren wir doch mal darüber. Okay, PNP, krass. Der Winter meiner Kindheit war arschkalt. Ja, früher war es Kälterway, ja. Ja, da hast du recht. Na, ich sag mal so, heutzutage ist es zwar auch noch gut kalt. Aber nicht mehr so wie früher. Erstens sind und zweitens mit dem Schnee hat auch ganz schön nachgelassen. Oh ja, Mörfelden, PNP. Mörfelden ist auch ganz schlimm, ja. Ja, ja, ich habe überlebt, Leute. Wird die Chefin sterben? 46% haben gesagt, nein. Herzlichen Glückwunsch. Ich sag mal, ich verrate jetzt nicht den Namen, aber bei einem anderen Streamer gestern hatte auch einer, ich glaube, was waren das, 20.000 Kanalpunkte draufgesetzt, dass er stirbt. Oh. Und er hat überlebt. Oh, feiner Sand. Ja, mit dem Schlitten den Weihnachtsbaum abgeholt. Ja, und da gab es noch so viel Schnee, gell? Ne, wir haben damals bei uns auf dem Dorf, der Nachbar gegenüber, der hat ja so einen kleinen Dings gehabt. So einen kleinen Bauernhof mit Trecker sogar. Da haben wir uns mit dem Schlitten hinten rangebunden und der hat uns dann durchs Dorf gezogen und all sowas. Oh, cool. Except und Nomri. GZ. Sehr, sehr gut. Ja, Mann, Nadine. Auch GZ. Kann man ja heutzutage nicht mehr machen. Wenn du sowas nämlich machst, dann rufen irgendwelche Helikoptereltern sofort das Jugendamt an und oh mein Gott. Und. Ja, die Lane. Was, du warst noch nie im Schneegebiet? Das ist ein dickes Ding. Das ist ein dickes Ding, Tronic. Da musst du sofort mal ins Schneegebiet gehen. Vor allem in der A20 ist es ja so, dass das Schneegebiet oder auch dieses eklige Biom hier, was wir jetzt ja hier haben, das ist ja unglaublich schwer, ne? Und du findest besseren Loot. Denn Loot? Tut gut. Richtig. Jetzt war ich schon wieder so doof. Also das war eine interessante Schatzkarte. Eine sehr interessante Schatzkarte. Was hast du Schönes gefunden? Och, da ist wieder viel Muni drin gewesen und Geld. Nein, ich hab mal gerade auch, weil die haben ja auch ein bisschen viel Muni. Ich bin ja der Einzige, der die 7,62 benutzt.
eigentlich mal gleich noch ein bisschen mitgenommen, weil davon hatten sie ganz schön viele da und da habe ich ein bisschen mal abgezogen. Ja, das ist ja die Blutmond-Muni. Deswegen ist viel da. Weil die muss man ja sparen für den Blutmond. Wie gesagt, habe ich mir ein bisschen geklaut. Aber bitte dann sparsam damit umgehen, gell? Ja, aber freilich, ich schmeiß die Patronen einfach. Dann brauche ich nicht schießen. Wir werden doch bestimmt irgendwo noch einen kleinen Bogen haben, da kann ich ja dann die Munition einspannen. Was, jeden Morgen im Internet gucken, ob die Schule ausfällt wegen zu viel Schnee, das waren noch coole Zeiten. Oder Stimmtronic, ja. Ja, oder warten, dass die Schulleitung angerufen hat. Gab es ja auch. Bei nee, das gab es bei uns so nicht. Bei uns auf dem Dorf hat dann die Schulleitung angerufen, hat gesagt, ja, für die und die Klassen fallen aus. Für die höheren Klassen musste, weil, mit irgendwie... Für die war es wohl wichtiger, dass die anwesend waren, irgendwie so 6. Klasse und alles. Aha. Die mussten dann hin, hat alle Tische geholfen, aber die unteren Klassenstufen, da hat dann die Schulleitung angerufen, ja, für die Klassen fällt aus, nur die 6. Klasse muss. Jo. Und bei geil, Nadine, ich mega! Ich muss sagen, oh, da kommt der See wieder. Ja, also wie und gesagt, es gibt besseren Loot in diesen Biomen, ne, Tronic? Also wie gesagt, ich empfehle es dir. Wenn dir noch irgendetwas Spezielles fehlen sollte, dann ab ins... Obwohl bei Tag 97, wie du geschrieben hast, wirst du wahrscheinlich nichts mehr haben. Aber wenn dir noch irgendwas fehlt hier, nochmal so eine extreme Stadt einfach mal hin. Krass, Nomri, wo wohnst du, dass du 30 Zentimeter jedes Jahr hast? Wahnsinn. PNP Protect, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Und einen wunderschönen Ingame guten Morgen. Ja, Mann. Und Isle Issi, vielen Dank auch für dein Follow und herzlich willkommen. Früher gab es allgemein viel mehr Schnee, ne? Ja, ja. Der Bus kam nicht durch. Oha, feiner Sand. So langsam Nadine! So langsam habe ich aber die Vermutung, wahrscheinlich ist der Schnee ausgewandert. Alles klar, feiner Sand. Ja, vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr gehabt, gell? War der Schnee vielleicht mal bei Goodbye Deutschland zu sehen? Ich glaube ja. Ich glaube, da habe ich ihn mal gesehen, ja. Ich muss noch dazu sagen, das Haus, was wir damals hatten, also ich hatte ein gutes Zimmer gehabt. Mhm. Bei mir, an der Einzimmerwand war der Balkon dran. Balkon sage ich schon, die Terrasse. Im Sommer herrlich kühl und im Winter richtig schön warm. Also ich habe nie Probleme bei mir im Zimmer damals gehabt. Immer richtig schön angenehm. Ja, cool. Das Haus muss ich jetzt mal gucken. Hat das hier schon Energie lootet? Wenn nicht, dann mache ich das jetzt. Mods. Haben wir auch noch nicht viel. Der Bücherkiste ist auch nichts drin. Jetzt können wir gleich zum Händler und die nächste Quest machen. Vielleicht sollte ich mal eine Quest ein bisschen, vielleicht mal so einen Kilometer entfernt machen. Dann könnte das nämlich hier unten dieses eklige Biom sein. Und dann wäre das natürlich interessant auch für eure Vorhersage bzw. eure Kanalpunkte, ne? Nadine, ja, mach's gut. Vielleicht bis später. Im Allgäu, ja, Nomri, da liegt dann meistens viel Schnee, ja. Ja. Du hattest auch 50 cm Schnee. Das muss für die nächsten 10 Jahre reichen, ja. Genau, Racker. Mach das, feiner Sand, klar, natürlich. Munition ist knapp, ja, da findest du viel Munition. Vor allem, wenn du hier in so einer Innenstadt bist, das ist echt heftig. Das ist echt, echt heftig. Der Schnee begibt sich nicht mehr auf unser Niveau. Vor allem würde ich gerne in dieser Stadt, die ist ja auch schon relativ groß, aber ich finde, in der Stadt, in der wir jetzt gerade sind, ist irgendwie kein Gebäude, was mich jetzt noch so fesselt, wo ich rein müsste unbedingt. Wir können ja noch mal so eine extra Runde fahren. Aber ich glaube, mich würde es wirklich noch mal reizen, jetzt in dieses eklige Biom zu gehen. Und da noch mal so ein bisschen Lucky Lucky zu machen.
Wenn du magst und ich wieder da hebe bin, können wir ja wieder in die Richtung. Ja, ich muss mal gucken. Ich würde eine Quest beim Händler annehmen und dann halt gucke ich mal, dass ich eine Quest annehme, die ein bisschen weiter weg ist und dann ist die vielleicht in dem Biom. Müssen wir mal gucken. Ja. Na, ich bin jetzt hier gerade mal in dem in Häuschen am Rande. Mal gucken, was wir hier so finden. Weil hier hat noch Kinder gelootet. Ja. Und was finden wir natürlich im Klo? Papier. Also Klopapier. Kein Niveau, ja. Ich fahr mal rechts rum. Gucken, was hier noch ist. Gut, hier sind ein und hier so ein paar Häuschen halt, ne? Aber ich würde halt was Besonderes gerne looten. Der kleine Mann hat hier nämlich einen Tresor gefunden. Also so einen Waffenschrank. Gucken, ob was vernünftig drin ist. Kleiner Spielplatz. Doch Flippi-Haus. Und hier kommen wieder die... Da waren wir letztens drin gewesen. Das war auch sehr gut hier, dieser Shotgun-Messias. Nee, mehr sehe ich gerade nicht. Naja, ist ja nicht schlimm. Machen wir wieder nur Plunder drin. Ach, was in Not. Ich such die Dad. Learning by Brewing. Hallo und herzlich willkommen an dich, na? Ich als Xbox-Spieler beneide euch PC-Spieler allein schon wegen Seven Days, was es mittlerweile alles gibt. Ja, das macht schon Spaß, ne? Aber PC hast du jetzt wahrscheinlich gar nicht, oder was? Weil Seven Days war, glaube bis letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob diese Woche noch für 7 Euro im Angebot. Könnte man sich ja noch geben. Bei Instant Gaming ist es sonst auch immer recht günstig, das Spiel. Ja, ja, ja. Das stimmt. Ich hab's damals für eine gute Freundin, weil sie hat immer gesagt... Ah, Mist. Sie will's unbedingt mit uns mal zusammen spielen und alles. Und sie war immer ganz traurig. Und hab ich einfach auf YouTube gesagt, Schnauze voll gehabt und hab sie einfach gekauft. Und hab sie dann geschenkt. Ja. Hab da bloß, weil ich ihr den Key dann per E-Mail schicken musste. Ja. Hab ihr dann einfach bloß dazu geschrieben, weil ich dich mag, du kleines Huhn. Dann hat sie bloß zu mir gesagt, du bist blöd. Ich glaube, die Geschichte hast du mir schon mal erzählt. Kann sein, ich bin alt, ich weiß es nicht. Ja, geil. Liebe Grüße zurück. Und dann nochmal Prost an euch alle. Klong. Ich würde ganz kurz Pipi-Pause machen. Bleib mal gleich bei dem Händler hier, wo ich gerade in der Nähe bin. Und bin gleich wieder da, Leute. Alles klar? Bis gleich. So, dem Ganzen werde ich mich jetzt aber mal anschließen. Werde mal auch gucken, dass ich mal wohin komme. Bin ernst? So. Wir stellen uns mal kurz hier hin. So. Ganz kurze Werbeunterbrechung.
So, bin wieder da. Ja, Mann, ihr tut schon wieder alle anstoßen. So muss das sein. Ist eigentlich noch jemand dazu gejoint? Nee. So. Ja, Mann, Bro hier, Shirley und Nomri, Prost. Klung. Nee, auf einem Tablet kannst du Seven Days nicht spielen, nee. Da hast du recht. Ach so, um das anzutesten. Ja gut, aber wie gesagt, auf einem... Achso, ich muss erstmal mein Motorrad mitnehmen. Auf einem Tablet brauchst du dir das nicht antun, das Spiel. Aber es stimmt, man kann das antesten, richtig. Ach so, ja. Nee, Tablet geht nicht. Tablet geht nicht. So, Bärbel. Gucken wir mal, was der Händler für uns hat. Oh oh. Das sieht aber auch nicht gut aus hier. Great prices. Thank you, Survivor. Kneipenschlägerei. Verursache 10% mehr Schaden mit Fäusten, Ledereisen, Schlagringen. Kältewiderstand. Isolierungsmod. Die wäre nicht schlecht. Die würde ich nehmen. Und... Fernkampfmod, Altrüstungsmod, Ackerbau. Ah, würde ich Fernkampf nehmen. So, hast du irgendwelche besonderen... Und hast du irgendwelche Aufgaben? Abholen in 1,1 Kilometern. Ich guck mal kurz, was das ist. Eine Farm. Und dann gucke ich mal, wo das ist. Hier nicht. Hier, immer noch bei uns. Und Handelsrouten öffnen ist hier. Okay. Warte mal, wo sind wir denn jetzt, Herr Händler? Bei Tag 73 gibt es neue Angebote. Ja, Mann. Tschüss. Da hat man die Gelegenheit gleich mitgenutzt oder ohne Toilettenpause gemacht. Geil. Soll ich echt die Farm machen? Ja, komm, ich mach die Farm. Was die Drohne macht, die Drohne kann einen heilen. Die folgt einen immer überall hin und kann auch einen heilen. Die ist ganz neu, jetzt in die A20 reingekommen. Ja, das mit dem Graben hier, das soll auch wirklich so sein. Also hier soll am Ende alles voll sein mit Spikes und dann fallen die rein und sterben. Und der Graben ist halt wirklich auch breit genug. Die Zombies können normalerweise auch gut springen oder sich auch stapeln. Und der Graben ist breit genug, dass da nichts passieren kann. Tronik. Kann auch, die Drohne kann auch ein Frühwarnsystem sein, aber ich habe die mundtot gemacht, die Lane. Ja, aber Bärbel hat sich schon dran gewöhnt, dass sie mundtot gemacht worden ist. So, passt da nicht noch was dran? Nee, schade. Magazinvergrößerung. Hier habe ich nämlich auch noch nichts dran. Da passt aber auch nichts dran. Das geht noch hier dran. Die Knarre, die Schaufel. Jo, dann tue ich die Mods hier hin. Ich habe ein bisschen zu viel Muni dabei, ne? Ach Quatsch, habe ich nicht. So, dann gucken wir mal. Isolierungsmod, wo ich vielleicht noch was dran knallen könnte. Ja, Mann. Geil. So. Ach, ich habe beim Händler die Hälfte vergessen zu verkaufen. Bärbel, komm mit.
Ja, kann auch als Rucksackerweiterung benutzt werden, die Bärbel, ja. Nee, nee, die kann noch nicht alles. Die hat auch eigene Mods dabei. Die kann erstmal nicht viel, aber dann musst du verschiedene Mods herstellen. Ich zeige euch das gleich mal, was es alles gibt. I know, my friend. Alles klar, mache ich. Tschüss. Komm jetzt her, Bärbel. Also, die... Achso, das sieht man ja jetzt nicht. Ich kann euch hier mal Drohne... Also, es gibt die Robotik-Drohnen-Fracht-Mod. Dann gibt es die... Warte, ich erhöht mit der Modifikation die Tragekapazität deiner Drohne. Dann gibt es die Robotik-Drohnen-Panzerplatten-Mod. Werte mit dieser Modifikation die Verteidigung deiner Roboterdrohne auf, verringert den Schaden und die Abnutzung um 50%. Dann gibt es die Robotik-Drohnen-Booster-Mod. Die erhöht die Ausdauerregeneration um 10%, wenn du dich in der Nähe einer Drohne mit dieser Modifikation befindest. Die ist natürlich auch super geil. Und dann gibt es die Robotik-Drohnen-Medizin-Mod. Verwandelt deine Drohne in einen robotischen Feldsanitäter, der dich automatisch heilt, solange sich medizinische Verbände oder Verbandskästen in deinem Inventar befinden. Und es gibt die Robotik-Drohnen-Scheinwerfer-Mod. Diese Modifikation für Roboterdrohnen fügt deiner Drohne einen Scheinwerfer hinzu, um die Sicht in dunklen Räumen zu verbessern. Aber du kannst nicht alle reinmachen. Du musst dich aber entscheiden. Soweit ich weiß. Wie viele passen denn da rein? Achso, muss ich ja erst lernen. Kann ich da irgendwie, ohne dass ich, mit der kann ich sprechen, reparieren, ist klar. Weiß ich jetzt nicht. Ich müsste die entleeren, damit ich, damit ich weiß, welche Stufe Drohne ich habe. Ich glaube, ich habe jetzt zwei Mods drauf. Ja, die Medizin-Mod, die habe ich auch drauf, Brewing, ja. Mhm. Mach das, Raka! Mach's gut und auch viel Spaß! Bis später, Raka. Medizinmod habe ich auch dabei, ja. Handelsrouten öffnen. Ja. Huch, sorry. Können wir ja gleich als erstes machen, da hast du recht. Ich bin gleich da. Learning by Brewing, auch vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen. So. Nee, 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 nee. Get her on the highway. Oh, du hast ja schon, bist ja schon heiser. Nimm dir mal einen Husten. I'm looking for some action. Action, baby. Action. Ach so, bist du. I'll be back. Manuel, Hallöchen. Na, wie geht's dir? Die Lane. Ich bin gleich da. Du warst hier, du bist ja die Wand. Weiß ich, hallo schon. Sehr schön, Manuel. Das ist schön. Ah, die Chefin, die fährt schon weiter. Ja. Mir geht's auch gut, Manuel, ja. Wenn die Stimme versagt, nimm weg blau Hustenbonbon. Ja, Mann. Und wenn man schon blau ist? Was nimmt man dann für ein Bonbon? Au. Genau. Klingt so, als würde Dory Wale sprechen. Das kann gar nicht sein. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Drohne. Habe niemand so perfekt bayerisch sprechen hören. Es ist so wunderschön. Ja, ich weiß, sie sind helle Wahnsinn, Maria, das ist Korn. Da muss man erstmal dran gewöhnen, wow.
Dead NG, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ich wurde gewillt, um zu lenken, nicht um zu denken. Schnuppe Nummer 3. Die Herausforderung ist, bayerisch und walisch zu sprechen. Ich hätte nur so als kleiner Tipp die Chefin nicht für voll nehmen, wenn sie voll ist. Wieso die Sound Alerts funktionieren nicht? Wieso die Lane? Hat doch gerade geklappt mit I'll Be Back, oder was? Oder was meinst? Willst du mit reinkommen, Huhn? Ich bin Huhn. Dose Chili. Und Huhn ist okay. Dose Erbsen. Meine Ohren haben nur Ohrenkrebs. Ach, Quatsch. Ich mach uns mal ein bisschen Benzin. Eier, wir brauchen Eier. Richtig. So Chef, sieht's aus, Shirley. Ja? Ich mach uns mal ein bisschen Benzin. Geil. Komm mal. Prost, Shirley. Klong. Oh, ich sehe ja jetzt erst, dass du tätowiert bist. Oh. Du bist aber ein toller... Ja, Moment. Na klar. Immer noch leer. Immer noch leer, der Waffenschrank. Das kann ja gar nicht sein. So, geschmiedetes Eisen. Nicht so schräg, bitte. Den Alert hast du gehört, okay. Den hat sie gerade gerannt, ne? Den Alert hast du gehört. Alert gehört. Ich hab halt nicht viel Geld. Kneipenschlägerei. Oh, ernsthaft? Brauch ich nicht. Ein Icken für'n Dödel. Hier war auch nichts dabei. Ach, du bist ja bei mir in Karl-Heinz. Wieso kann ich dich immer noch nicht looten? So. Komm mal hier raus wieder, Bärbel. Zack. Da unten? Zack. Was hab ich denn jetzt alles dabei? Oh, ich hab so viel Muni da. Ich hab so viel Muni dabei. Ups. Sieht doch keiner, oder? Leute. Hat keiner gesehen. So, und das bedeutet, jetzt machen wir Stufe 1 abholen. Wenn du mitmachen willst, Krischi, gell, dann teile ich dir das noch. Ja, ich bin gerade noch zu Hause am Einsortieren, weil ich habe vorhin noch einen Bären als Besucher hier gehabt. Ja. Der wollte mich vernaschen. Ah. Hat das geschafft? Ich habe ihn davon überzeugt, dass ich viel zu fett bin dafür. Habe gesagt, du würdest dir bei mir eine Lebensmittelvergiftung holen, also lass es sein. Ei, ei. Ich brauche unbedingt eine Therapie. Herr Doktor, Herr Doktor, ich kriege mir so Kopfweh, wenn ich mir selbst zuhören muss. Ich muss aber kurz dazu sagen, hin und wieder brauche ich auch mal professionelle Beratung. Also, ja. Ist so ein Selbstgespräch nicht schlecht. Deswegen bist du ja bei uns. Da fällt mir Lady Ding hier von dem Komiker, den ich so gerne gucke. So. Ja, der Markus Krebs, wie er mal gesagt hat, der hat mal überlegt, so ein Programm komplett in Schizophrenie zu machen. Ja, Mann, ich erzähle doch gerade, Mensch. Sag mal, habe ich mich eigentlich gerade aufgelevelt? Nee, habe ich nicht. Schade. Wo ist denn hier jetzt? Ach da, Eisen. Ich liebe halt das Wüstenbiom auch so, ne? Stein. So, und die Autos, die darf ich ja jetzt auseinandernehmen, denn ich habe das Buch gelesen, Säure aus Autos looten. Und deswegen kann ich ja, siehst du, eine Säure habe ich schon, kann ich ja mal eskalieren, ne? Dann rast mal richtig aus. Oder? Flipp richtig aus. Ja. Nicht vergessen, T-Shirt aufreißen beim Ausflippen, ne? Ja. Ja, mach ich. Hast du noch Trinken auf der Hand, weil ich hab 20 Wasser auf der Tasche? Ich hab Trinken auf der Hand, ja. Gut, dann bring ich das hoch. Heißt das, du kommst jetzt, oder was? Bin gleich auf dem
Weil ich muss es dir dann noch teilen, ne? Ja, teile mir das mal mit. Mehr. Ich hab jetzt noch ein bisschen was, das muss ich jetzt so beiseite räumen. Ich weiß jetzt nicht, wohin damit. Das würde ich auch gerne Mülleimer hauen, geht bloß nicht. Das habe ich hier oben einfach in die leere Kiste. Ich habe absolut keinen Plan, wo das hingeht. Ich habe teilweise auch keinen Plan. Und manchmal muss es einfach schnell gehen. Wenn es mal wieder schnell gehen muss. Wie sage ich sonst hin und wieder? Planus, geht der Planus. Verdammt, ich hab jetzt weiß ich, was mir fehlt. Das habe ich vorhin aus Versehen mit einsortiert. Ich brauche doch mal den Verbandskasten wieder, Mensch. Na, das, den brauchst du ja. Ich hab meinen Verbandskasten wieder hier. Guten Tag. Der Reinhold ist wieder am Start. Ich kann die ganze Zeit gewundert, irgendwas fehlt doch in der Tasche, Mensch. Hast du ja, schon einen Teil? So geht mir das auch. Nein. Jetzt. Alles klar. Die Lane. Winke, winke. Ja, warte. So. So, ich futter noch schnell, warte, und dann bin ich auf dem Weg. Ja. Ich bin ja auch noch nicht da, also alles gut. Mal ein bisschen Futterei in eine Gusche schieben. Ist wieder so eine kleine Karawane. Oh. Ja, das nehme ich mir. Das nehme ich mir. Wie Salami mit Pizza. Isst du gerade oder was, Nomri? Oh. Oh, ich habe gestern auch so eine geile Pizza gegessen. Oh, war die gut. Wenn es unten kross ist und dann die Pizza so richtig schön geil belegt und schlotzig. Hi, hi, Sandra. Ach, Salami mit einer Pizza. Salami mit einer Pizza. Ja, wie ist es denn immer, wenn man vor der E-Stile steht? Du kannst das, du bist jetzt alt genug. Schönen guten Tag, was hätten Sie gern? Ich hätte gern 2 Waffeln im Becher, bitte. Ah. Sag mal, fahre ich in die falsche Richtung oder was? Nee. Du bist jetzt 574 Meter und die Quest ist 600 noch was. Ja. Du müsstest, wie ein gewisser Herr zu einer damaligen Zeit, ein bisschen mehr rechts. Ich muss links. Also mir zeigt er das hier rechts an. Ja, siehst du, du bist gerade abgebogen nach rechts und nicht nach links. Nein, ich bin nach links abgebogen. Du musst nach rechts abbiegen, ich biege nach links ab. Ach, du kamst aus der anderen Richtung. Ja. Ich weiß doch noch, wo links und rechts ist. Bist du dir da sicher? Ja. Sie. Eine geile italienische Pizza mit Büffelmozzarella, Rucola, Kirschtomaten und gutes Olivenöl. Oh ja, Brewing. Pizza geht immer. Da muss ich euch leider enttäuschen, ich bin nicht so der Pizza-Freund. Oh, nein! Ich esse total gerne Chinesisch und Griechisch. Mhm. So richtig schön Gyros oder so. Gebratene Nudel mit krosser Ente oder sowas. Oh. Aha. Da bin ich richtig Feuer und Flamme für, aber Pizza so überhaupt nicht. Ach ja. Da bin ich so ein bisschen. Feiner Sand hat die Verbindung verloren. Oh nein. Was? Sag mal, kreischt der mir hier ein Ohr oder was? Jetzt reicht aber mein Friend. Schreit er mir ins Ohr hier beim Vorbeifahren? Nein, Sandra, pfui. Keine Pizza Hawaii. Das nächste Streitthema. Welche Pizza?
Pizza Hawaii hat sie gerade geschrieben bei mir hier. Ja. Nein. Ja. Nein. Böse. Pizza Hawaii, ja, ja. Entweder man hasst das oder man liebt es, ne? Wenn ich mal Pizza esse, definitiv keine Hawaii. Also wir hatten damals, wie ich noch in dieser Laminatbude gearbeitet hatte, haben wir uns an den 12-Stunden-Wochenendschichten haben wir uns immer bestellt. Und ich hatte mal ausprobiert, die hatten Pizzaplaneten, nennen die sich. Mhm. Und die hatten ohne Witz so richtig schön Pizza. Da haben sie Schnitzelstreifen mit Soße Hollandaise und Spargel. Eieiei. Das war ein Traum, seid ihr. Die sah aber auch wieder an dem Werkzeugkasten vorbeirennt, ne? Die Frau. Jetzt hat ihr schon gelootet. Ich hab was ja, Gutes gut rausgelootet. So. Ich hab nämlich einen Level 6 Schraubenschlüssel rausgelootet. Ja, ja, ne? Siehst du, da teilen sich echt die Meinungen, was Pizza Hawaii angeht. Das ist einfach so. Ist das ein Gendefekt? Klingt schwerwiegend, wenn man Pizza verschmäht. Nee, es gibt auch Leute, die essen dann andere Sachen dafür total gerne oder irgendwas. Jeder hat halt seins, ja, ne? Ja. Ja, ich hätte Probleme so ein bisschen halt, also ich esse auch griechisch, aber ich habe halt Probleme mit griechischem Essen. Das ist mir dann meistens zu viel und zu fettig und zu viel Fleisch. Und das ist genau dasselbe, ne? Was will der Babsack hier draußen jetzt? Ja, alles gut, feiner Sand, alles gut. Ich hab dem Zombie gerade wohin geschossen. Kann man verstehen. Ach, muss feiner Sand weg? Ja, die Kids gucken auch zu und so. Wir sind auch zu Hause. Das klappt alles nicht gerade, gell? Nee, dabei geht voll ab. Voll die Partymucke hier, hörst du das? Ja, er kann, voll der kann. Voll der Techno-Club hier. Ja. Wer kann, der kann. Ich hab der halben Portion mal in die Bandscheibe geschossen. Ja. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Mäuschen. Lad mich vorher zum Essen ein, bevor du mich anfällst. Ich hab deinen Kornister gefunden hier. Chefin. Ja. Dein Dings gefunden ist unter der Treppe. Oh, geil. Danke. Karl mag Hawaii, sein Papa mag sie nicht, zumindest nicht die warme Ananas. Ja, als Kind habe ich das auch mehr gegessen, muss ich sagen. Jetzt irgendwie, da hast du dann doch andere Geschmäcker und sagst dir, bevor ich so eine Pizza esse, finde ich anderes geiler. Aber so, ich hab mein als Kind habe ich es auch gerne gegessen. Juhu. Ja. Deko Felix, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Da ist was für dich drin, Chefin. Das musst du lesen. Ja. Oh, nein, die Robotik-Drohnen-Scheinwerfer-Mod. Wie geil ist das denn? Immer die Leute draußen überzeugen, dass sie nicht so ein Radau machen sollen. Ja, mach das. Oh, ich freue mich. Droni! Hallo, stolzer Opa! Höre ich warme Ananas? Ja, wie gesagt, entweder man mag's oder man mag's nicht. Jetzt wirst du langsam unsympathisch. Jetzt fängt die hier unten mit Rosenkohl an, die Frau. Ja, alles gut, feiner Sand. Das kriegen wir schon noch hin. Ich kenn's doch selber. Es geht nicht immer. Mach dir da keine Gedanken. Ach, das bist du. Ich denk die ganze Zeit, wer läuft denn da? Haben wir eine kleine Horde oder was? Fast, kann man sagen. Fast. Du isst gern Gemüsepizza. Ja.
Das sind die von neben, sind die von nebenan hier quasi. Von ah, der okay. Fabrik, die daneben ist. Ach so. Zack. So. Ab zum also Hündler, wie gesagt, oder? Ja. Wie gesagt, ich kann das auch alles essen. Aber ich priorisiere normalerweise immer was anderes an, aber ich würde auch das alles essen. Egal, ich, also fast jede Pizza. Außer die vielleicht mit einem Spiegelei noch drauf oder noch zusätzlich mit Hackfleisch oder sowas. Das habe ich noch nicht gegessen. Oder auch mit Spargel habe ich auch noch nicht gegessen. Oh, es, also, oder was bei uns hier gibt, die ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich glaube, die gibt es bloß bei uns hier. Die nennt sich Pizza Prinz. Also Pizza Prinz nennen die sich hier. Und die haben schön mit Soße Hollandaise, Brokkoli und so ein bisschen Schinken mit... Oh, das, ey. Mhm. Da esse ich dann mal Pizza. Aber sonst so ist sehr selten, dass ich mir im Laden irgendwie Tiefkühlpizza hole oder mal Pizza bestelle, ist sehr selten. Oder wenn der mal lieber ist, schöne Currywurst. 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 Nö, Kate, für eine vegetarische Pizza muss man ja kein Vegetarier sein, ne? Nö, das ja. ist wohl Fakt. Also Bambo. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber wer da jetzt sagt, man muss für eine vegetarische Pizza unbedingt Vegetarier sein, ja. Der wechselt auch das Hemd, nachdem er eine Hose gekackt hat. Ja, feiner Sand, ja. Kennt man auch. Hallo Hopefighter, Servus. Es gibt immer noch Updates für 7 Days to Die, ja. 7 Days to Die ist auch noch nicht die fertige Version da, sondern das ist jetzt die Alpha 20. Und da kommen auch noch ein paar Alphas. Also es kommen auch immer noch Updates, ja. Will ich irgendetwas noch verkaufen beim Händler? Ja, will ich. Das will ich verkaufen. Warum nehme ich immer Papier mit? Was ist los mit mir? Ich weiß es nicht, ich kann es doch nicht sagen. Voll Scheiße. Ja. Ja gut, Papier brauchen wir ja auch, ne? Well, howdy, talk, friend. Vegan? Ja, vegan wird langsam lecker, Brewing. Ne? Vor ein paar Jahren, da war das noch nicht so lecker, aber ich glaube, das wird auch immer besser, ne? Eine Schnitzelpizza mit Hollandaise und Brokkoli habe ich auch noch nie gehört, Kate. Ist aber auch verdammt lecker. Eier auf Pizza wird wie Gummi. Okay, gut zu wissen. Juhu. Weil auf der Xbox kommen halt gar keine mehr. Also es ist shoppbar im Sale und macht das Sinn. Auf alle Fälle, Hopefighter. Also für die Konsole wird es leider im Moment die Version, also 7 Days, nicht aktualisiert. Für die Konsolen. Aber halt für die PC-Version. Und wie gesagt, wir sind gerade in der Alpha 20.1. Und ja. Geht immer aktuell.